Ja, moin moin, liebe Motorradfreunde. Hier sind nach langer Zeit mal wieder Volker und Dietmar vom Motorradtest.de. Ja, wir haben jetzt Mitte, Ende Januar der letzte Test, schon 2 Monate her. So schnell vergeht die Zeit. Der erste jetzt 2022. Genau, der erste Test in diesem neuen Jahr und gleich zu Auftakt ein Hammerbike. Wir sind zwar noch nicht gefahren, aber wir sehen es schon. Die sieht richtig geil aus. Die Husqvarna Norden 901, letztes Jahr, ich glaube sogar vor einem Jahr schon angekündigt. Jetzt ist sie endlich da, steht hier bei den Händlern. Und ja, wir haben das Bike freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen von Heller und Soltau in St. Michaelisdonn. Hier steht sie als Vorführer drin, stehen auch 3-4 Stück. Ja, ne? Die geht die auch haben, übrigens die haben gut. Richtig bestellt, genau. Und ja, Heller und Soltau ist ein Husqvarna und Kawasaki-Händler. Und ja, so viele Husky-Händler gibt es ja nun gar nicht. Nö. Hier in Deutschland. Also wenn ihr mal Interesse habt, kommt hier mal vorbeigefahren und macht mal eine Probefahrt. Die Husqvarna Norden 901 ist ein, wie man unschwer erkennen kann, ein Adventure-Bike. Und ja, man sagt, auch so ein bisschen das Schwestermodell zur KTM, genau. 98 Adventure, genau. Wird halt in Mattighofen auch gebaut. Diese Maschine hat auch den gleichen Motor. Sie kostet 14.649 Euro. Ist eine Stange Geld. Ist eine Stange Geld, aber im Laufe des Videos werdet ihr feststellen, die ist auch sehr gut ausgestattet. Insofern finde ich das eigentlich völlig gerechtfertigt. Es gibt die Maschine nur in einer einzigen Farbe, nämlich in der hier. Was ist das? Schwarz. Das ist alles. Schwarz, weiß, gelb. Schwarz, gelb, sehr schwarz. Schick, finde ich. Sehr, sehr schick. Sieht sehr edel aus. Genau, sieht sehr edel aus. Ja, wir werden jetzt mal schauen, dass wir in der nächsten halben Stunde hier, obwohl es heute echt immer noch bitterkalt ist, aber wir werden mal ordentlich Gas geben. Und es ist trocken draußen. Es ist wenigstens trocken, genau. Es ist auch kein Regen angesagt. Insofern, wir haben schon total Bock. Endlich mal wieder einen Test, ne? Endlich. Ja. Okay, also, wir hoffen, ihr habt Schokolade, Kaffee und Gebäck. Nochmal. Wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck bereit gestartet. Wünschen euch viel Spaß beim Test und schon geht's los! Genau. Oder so. So, Freunde, wir kommen zu den Abmessungen der Husqvarna Norden 901 und Didi macht sich das jetzt mal richtig gemütlich. Wir haben übrigens die etwas niedrigere Sitzhöhe gewählt und Didi, du kannst mich hören, aber ich dich nicht. Wie ist? Ja. Wie soll ich denn das Doch, ich frage dich jetzt so. Sitzhöhe haben wir 84 cm, das ist jetzt auch unsere aktuelle. Die kann man aber auch hochschrauben auf 87 cm. Radstand 1,51. Gewicht vollgetankt 220 kg. Und das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 450 kg. Und ich komme jetzt mal dazu, damit wir mal auf die 450 Kilo kommen. Ne? Ah. Hoppaladab. Oh, echt kommod, ne? Ja, richtig Platz. Ich sitze richtig klasse und vor allen Dingen kann ich auch sofort, man findet wie von selbst den Griff, wo man sich festhalten kann. Ja, ne? Sehr gut. Also ich würde sogar, ich bin ja 1,84 groß, ich würde sogar sie mir noch höher machen, aber im Grunde genommen ist das so schon echt okay. Passt, ne? Ja, Cockpit und Beleuchtung, die Bedienelemente hier werden viele von euch, die KTM-Motorräder bisher hatten, kennen. Das ist nämlich aus dem KTM-Regal hier der Anlasser und Killswitch. Dann haben wir hier dieses typische KTM-Steuerkreuz für das Cockpit. Hier oben ist ein Tempomat, der ist übrigens in Serie hier bei der Husqvarna Norden 901 dabei, Blinker, Hupe. Und dann gehen wir mal aufs Display, schalten das mal an. Ein wunderschönes 5 Zoll TFT-Farbdisplay mit einem schwarzen Hintergrund, richtig stylisch finde ich. Das passt irgendwie auch zu der Maschine. Und ja, auch wie die Maschine selbst hier, gelb ist hier oder dieses Orange ist hier so ein bisschen
Na, was ist denn das? Neongrün, gelb, orange. Ist so die vorherrschende Farbe. Das Cockpit begrüßt einen hier mit jeder Menge Informationen. Ganganzeige gibt es natürlich. Das hier ist die Traktionskontrolle. Die kann man auch hier gleich stufenlos einstellen in 9 Stufen. Und ja, was haben wir hier noch? Traktionskontrolle ist an. ABS ist an. Das ist hier nochmal ein N. Weiß ich gar nicht, wofür das jetzt soll. Egal. Doppelneutral. Genau, das ist der Drehzahlmesser. Und hier sehen wir die Einstellung für die Gasannahme, für die Motorschleppkontrolle und für ja, das ABS. Jetzt gehe ich hier mal auf Set und dann auf Motorrad und dann auf Fahrmodus. Und dann seht ihr, wir haben hier ja, standardmäßig 3 Fahrmodi, nämlich Street, also Straße, Regen und Offroad. Da wird dann das ABS hinten ausgeschaltet. Und hier bei dieser Maschine ist jetzt auch das Explorer-Paket, nennt Husqvarna das. Für 200 Euro, genau. Das ist im Grunde genommen nur eine Software-Freischaltung dieses Explorer-Modus. Und dieser Explorer-Modus, da kann man halt noch jede Menge fein Dinger einstellen. Zum Beispiel hier die Gasannahme kann man einstellen von Street auf Rallye. Ich will das jetzt nicht alles zeigen. Ich will nur noch mal so ein bisschen hier durchskippen, damit ihr das mal gesehen habt. Die Motorschlupfregelung kann man hier einstellen. Und dann auch den ABS-Modus. Road, vorn und hinten ABS. Auch ganz schön gekennzeichnet hier, finde ich. Das versteht man alles gleich. Offroad, hinten kein ABS und so weiter und so weiter. Also schon sehr, sehr ausgefeilt. Und ja, die Maschine hat auch einen Quickshifter in beide Richtungen. Der ist auch in Serie dabei. Das ist auch mal super. Und dann kann man auch noch hier die, das Display einstellen, entweder mit der Standardeinstellung oder indem man sich da bestimmte Favoriten rauflegt. Hier ist auch noch ein kleiner Bordcomputer, Temperaturanzeige. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Wir wollen nochmal hier in die Bike-Info gehen. Wasser, Batterie, Reichweite, was hier nicht alles angezeigt wird, Trip-Info und Einstellungen. Also ja, Schaltblitz gibt es sogar auch, Zeit und Datum und so weiter und so weiter. Also wirklich komplett ausgestattet hier die Maschine. Ja, und ich würde mal sagen, das soll es mal gewesen sein zum Thema Cockpit. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ist, dass es hier bei der Husqvarna Norden 901 eine Handy-Connect, also ihr könnt euer Smartphone verbinden mit der Maschine und dann könnt ihr auch eine Navigation auf das Display legen. Das ist allerdings leider aufpreispflichtig und bei dieser Maschine hier nicht an Bord. Das können wir euch also leider nicht zeigen. So, wir kommen zur Beleuchtung. Ich bin sprachlos. Das blitzt ja richtig. Okay, wir haben vollumfänglich LED-Beleuchtung. Das war eben Abblendlicht, eben Fernlicht. Blinker, auch alles LED. Ja, hier Zusatzscheinwerfer, klasse. Sieht aus, als wenn da so ein Intercity entgegenkommt. Cool. Super. Jo, Beleuchtung hinten. Sehr schön. Ja, wunderbar. Blinker geht auch. Rechts auch. Und die Bremse, wunderbar. Ich bin begeistert. So, Probefahrt, erster Teil, hier ist Dietmar und ja, da steht sie, die Husqvarna Norden 901. Also Husqvarna, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ist ja eigentlich so eine Marke, die haben ja schon immer designmäßig so ein bisschen Specials auf den Markt gebracht, die Swartpillen, die Wittpillen und ich finde sogar die auch die 701, also die Enduro und auch die Supermoto, das war schon immer so ein bisschen, ja, irgendwie was Besonderes und das haben sie hier natürlich weiter fortgeführt. Es ist klar, auf den ersten Blick zu erkennen als eine Reise-Enduro, aber ich finde, es ist eigentlich auch auf dem ersten Blick zu erkennen, dass das jetzt nicht irgendwie ein Motorrad von der Stange ist. Also mir gefällt sie optisch einfach total gut. So, dann setzen wir uns mal rauf. Ich hatte beide Sitzhöhen schon ausprobiert. Ich würde jetzt sogar die höhere wählen als Standardeinstellung. Das ist jetzt allerdings hier die etwas niedrigere, weil Volker ja nicht ganz so groß ist. Ist aber auch für mich in Ordnung. Also ich komme hier vernünftig auf den Boden natürlich. Blick nach hinten ist super. Die Spiegel schön weit draußen und auch nicht zu weit weg. Dadurch geht es mal so ein bisschen vorbei an den Schultern. Könnt ihr jetzt glaube ich nicht sehen. Aber ich kann sehr gut nach hinten gucken. Das ist auch sehr angenehm. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal eine Runde. Ich bin jetzt hier im Street-Modus. Und da bleibe ich auch mal drin. Klappe zu, Affe tot, los geht's. Ja, serienmäßiger Quickshifter. In beide Richtungen funktioniert er. Nach oben schon mal sehr gut. Und nach unten, ich gehe mal runter, vom, ja, auch sehr, sehr butterweich, sehr schön.
Und ja, was einem echt sofort auffällt, das ist halt dieses hochherrschaftliche Gefühl, wenn man auf einer Reise Enduro A so relativ hoch sitzt und B auch einen 21 Zöller hat. Also diese Dinger, die sind natürlich jetzt nicht ganz so wendig, so kurvenräuberisch ausgelegt wie irgendwelche 17 Zoll Maschinen, also Supersportler oder, naja, oder Naked Bikes, aber trotzdem, mir gibt das immer so ein ganz, wie soll ich sagen, so ein Gefühl von Souveränität, ist irgendwie der richtige Ausdruck. Also das, das fühlt sich einfach total gut an. Ja, der Motor klingt kernig und geht auch kernig nach vorne los, die ganze Angelegenheit. Also ja, das ist schon, ja, 105 PS, 100 Newtonmeter, diese Kombi, ich finde immer 100 PS, 100 Newtonmeter, wenn man die hat oder mehr, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Also mehr braucht man auf keinen Fall. Und ja, bei so einer Reise Enduro ist es eigentlich auch schon fast ein bisschen mehr als genug. Aber mein Gott, also A, bringt das ja auch mal Spaß, muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Und B, kommen wir mal ein bisschen hier Offroad. Und B, mit Sozia oder Gepäck oder so, ist es einfach auch cool. So, jetzt stehe ich. Ich kann nur nicht sehen, weil mein Helm so beschlägt. So, wie stehe ich hier? Ja, auch total bequem. Ich muss auch meine Arme nicht sonderlich strecken. Also der Lenker ist nicht zu weit weg von mir. Da könnte man also auch längere Strecken im Stehen fahren. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig für die einen oder anderen Geländetypen unter euch. So, jetzt gebe ich nochmal Gas. Boah. Oh. Ja, und schwuppdiwupp schon fährt man zu schnell. Da muss man also auch ein bisschen aufpassen. Ja, was ist noch zu sagen? Also die, das Fahrwerk hier ist ja ein WP-Fahrwerk, voll einstellbar, kann man hier auch sehen. Ja. Und ja, das ist eher so ein bisschen comfy ausgelegt. Das liegt natürlich zum einen an den langen Federwegen. Wenn man die hat, dann ist es ja generell immer so ein bisschen nicht mehr ganz so straff. Aber auch so die Charakteristik des Fahrwerks ist eher so ein bisschen, ja, komfortabel. Also sie wenn ich hier so drauf trete, geht sie sofort runter. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich finde, viele Motorräder heutzutage sind mir manchmal so ein bisschen zu straff gefedert. Ich weiß auch gar nicht immer, was das soll. Das soll wahrscheinlich immer so ein bisschen den Sportcharakter hervorheben. Aber hier auf so einer Reise-Enduro will ich ja keine Rundenrekorde brechen. Da will ich lange Strecken mitfahren und zwar comfy. Und zwar, ja, wenn ich durch Schlaglöcher fahre, wenn ich irgendwie mal auf unebenem Gelände fahre oder so, dann will ich nicht immer gleich hier einen schlachen Rücken bekommen. Und das ist hier bei der Norden 901 wirklich sehr, sehr gut gelungen. So, jetzt gucken wir mal, wie sie sich so verhält. Ja, gerade Auslauf. Das ist sowieso so. Also man, weiß nicht, ob ihr das wisst, ich bin ja sehr lange in der KTM Adventure gefahren. Und man merkt das irgendwie schon. Also es gibt schon eine Verwandtschaft. Sich natürlich zum einen am Motor, aber vor allem auch am Fahrwerk, finde ich. Das fühlt sich hier alles sehr geschmeidig an. Bringt richtig Spaß. Also das ist wirklich eine erwachsene Reise Enduro. Genau meine Kragenweite, nicht zu schwer mit den 220 Kilo, aber jetzt auch nicht zu spittelig. Und Volker, also eigentlich finde ich die goldene Mitte. Und ich finde das, was Husqvarna wollte, sie wollte ja die Maschine so ein bisschen zwischen der 890S und der R positionieren, also zwischen der Straßen- und der, ja, sehr geländemäßigen Variante, und das ist denen extrem gut gelungen. Also das ist hier eine Maschine, mit der kann man gut auf der Straße fahren, auch durchaus mal ein bisschen schneller sich in die Kurve legen. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich mit der jetzt mal ins Gelände, oh, das ABS hinten regelt aber schnell ein, wenn ich jetzt mal ins Gelände müsste oder wollte, wäre das für die Maschine ja auch alles andere als ein Problem. Also echt klasse. Sollte man noch mal den Lenkanschlag kontrollieren. Ich lasse mich hier mal so ein bisschen zurück. Guck mal da hinten, seht ihr den weißen Reiher? Ne, ist zu weit weg für euch, ne? Ein weißer Reiher. Auch selten hier. Ja, hier sind die grau. So, also zack und zack. Also auch ein schöner Lenkeinschlag. Das ist ja typisch für eine Reise Enduro. Upsala, anders als bei Naked Bikes. Muss man hier nicht tausendmal hin und her schnubbeln. Das ist auch super. So, die Kupplung ist leichtgängig. Und ich will auch gleich noch mal ein bisschen hier die Bremse unter die Lupe nehmen. Also hinten, wie gesagt, Doppelkolben. Hat eine gute Wirkung, aber das ABS scheint sehr früh einzugreifen. Das ist natürlich auch eine Frage der Einstellung. Das ändere ich jetzt aber mal nicht. Aber ich will gleich noch mal vorne und hinten gleichzeitig bremsen. Mal gucken.
Maschine da so verhält. Ja, hinten kommt keiner. Wie kann ich das mal machen? Oh ja, oh, super, ah, herrlich. Also diese Juan-Geschichte hier, die Bremsanlage kommt ja aus Spanien von Juan. Die ist auch echt geil, muss ich sagen. Also insgesamt ein tolles Ding, bringt richtig Laune. Bin mal gespannt, was Volker euch nachher zu berichten hat bei dem zweiten Teil der Probefahrt. Die folgt dann ja nicht mehr lange hin. Also bis dann. Ja, kommen wir zur Technik. Der Husqvarna Norden 901 Chrommolybdän Stahlrohrrahmen haben wir hier. Der Motor ist mittragend, wie das ja mittlerweile bei fast allen modernen Motorrädern so der Fall ist. Dann schauen wir uns mal die Gabel vorne an. Das ist von WP eine Apex Upside-Down-Gabel mit einem Standrohrdurchmesser von 43 mm. Die Gabel ist voll einstellbar, also nicht nur die Basis ist einstellbar, sondern auch die Zugstufe und die Druckstufe. Und ja, wenn wir schon mal vorne sind, schauen wir uns mal das Rad an. Und das ist hier, also als erstes fällt einem natürlich diese schönen Drahtspeichenräder ins Auge, finde ich. Und außerdem sieht man auch ein großes Rad. Das ist hier also eine 21 Zoll Vorderradfelge, die den Enduro Aspekt dieses Motorrades hier ganz klar an den Vordergrund stellt. Und dann ja, gehen wir mal zur Bremse. Das ist hier eine Doppelscheibe, wie sich das gehört. Und zwar sind das 320er Scheiben, auch nicht zu klein. Und dann haben wir hier vier Kolben Festsättel radial montiert. Und zwar kommen die von Juan aus Spanien. Das ist dieser Zulieferer, der schon von sich Reden gemacht hat mit wirklich guter Qualität. Und ja, dann gehen wir mal nach hinten. Achso, Federweg habe ich vergessen. Vorne 220 mm, also auch ein extrem, was heißt extrem, aber schon ein größerer Federweg als bei vielen Wettbewerbern. Hinten haben wir dann ein Monoshock-Federbein, auch von WP, ein Apex-Monoshock-Federbein. Hier könnt ihr die Vorspannung einstellen natürlich und auch die Zugstufe. Und ja, der Federweg hinten beträgt auch ganz schön fette 215 mm. Und ja, der das Hinterrad, schauen wir uns auch noch mal an, ist hier eine 18 Zoll Felge. Normalerweise hat man da ja 17 Zoll Felgen drauf, hier also 18 Zoll mit einem 150-70er Reifen. Vorne übrigens ein 90-90er Reifen. Und der Reifen ist auch nicht irgendwas, sondern das ist hier ein schöner Pirelli Scorpion Rally STR. Das ist so ein Mischreifen, der sowohl im Gelände als auch auf der Straße funktionieren soll. Und das ist ja auch genau da, wo sich die Husqvarna Norden 901 positionieren möchte. Bremse hinten, auch von Juan, ein Zweikolben Festsattel ist das hier. Kurven ABS ist übrigens in Serie auch dabei. Und auch die Traktionskontrolle, das habe ich vorhin glaube ich gar nicht erwähnt, ist hier ja, schräglagenabhängig. Also das ist doch alles allererste Sahne. Und ja, dann würde ich sagen, gucken, gehen wir mal zum Motor. Das ist hier, wie gesagt, der Motor der KTM 890, also ein Zweizylinder, Viertakt, Rhein-Twin mit 889 Kubikzentimetern Hubraum, flüssigkeitsgekühlt. Er leistet 105 PS bei 8000 Umdrehungen und fette 100 Newtonmeter bei schon 6500 Umdrehungen. Also da bin ich gleich mal gespannt, wie sie sich fährt. Ja, Höchstgeschwindigkeit angeblich über 200, sagt Husqvarna. Das ist ja immer wie bei BMW. Ich glaube, sie fährt so 220 etwa. Auf jeden Fall ausreichend schnell, die ganze Kiste. Und der Tank hat hier einen Inhalt von 19 Litern. Der ist auch so ein bisschen runtergezogen. Das kennen wir ja auch schon von KTM. Aber das sieht hier, finde ich, irgendwie gefälliger aus. Also man sieht es eigentlich gar nicht. Höchstens, wenn man darauf hingewiesen wird. 19 Liter Verbrauch, 4,5 Liter etwa. Das bedeutet dann eine rechnerische Reichweite von 422 Kilometern. Also sagen wir mal 400 Kilometer Reichweite. Eine Anti-Hopping-Kupplung ist an Bord. Sechsganggetriebe und eine Kette. Und Volker hat mich eben darauf hingewiesen, wir haben hier keine hydraulische, sondern eine Seilzugkupplung. Und außerdem haben wir auch ein ja, sehr praktisch angebrachtes Schauglas für den Ölstand. Das sind so Kleinigkeiten, aber im Alltag sind die gar nicht mal so unwichtig, vor allem bei einer Reise-Enduro. Was du vielleicht auch noch mal filmen kannst hier, Volker, ist der Motorschutz hier schön, nicht aus Plastik, sondern aus Metall. Also das hat alles Hand und Fuß bei der Husqvarna Norden 901. So, ein paar Details wollen wir euch nicht vorenthalten. Das ist einmal der fehlende Hauptständer. Wir haben hier lediglich einen Seitenständer. Dann haben wir eine Zweiarmschwinge aus Aluminium. Und wir haben vorne die Verkleidung nicht verstellbar. Die ist also fest arretiert, ist nicht verstellbar. Und das Windschild, ja, genau. Und vorne der Kühlerschutz, den können wir auch noch mal kurz zeigen. Das finde ich wiederum ganz gut und praxisgerecht, weil einem die Steine da nicht gleich in den Kühler reinklüttern,
sondern das ist so ein bisschen geschützt. Das finde ich immer ganz gut und das ist auch bei vielen Maschinen heutzutage nicht mehr der Fall. Und der Lenkungsdämpfer, genau. Den nicht zu vergessen, den wollen wir auch noch erwähnen, den hat sie auch serienmäßig an Bord. Ja, Start zur Beschleunigung von 0 auf 100 mit der Husqvarna Norden 901. Es geht los. Ah, es war ein bisschen suboptimal, Leute. Der Bock ist gestiegen. Ich mache das noch mal kurz. So. Noch mal. Das Ganze. Nicht schlecht, nicht schlecht. So Leute, Durchzug von 60 auf 100 im fünften Gang. Ja, nicht schlecht. So, Start der Probefahrt Teil 2 am Steuer Volker. Quickshifter funktioniert echt tadellos. Ist richtig smooth sogar. Also man kann hier wirklich auf jeden Fall das Hochschalten, das ist richtig schön smooth. Und auch das Runterschalten, das geht ohne Probleme. Das ruckt nicht doll, sehr angenehm. Haben sie gut gemacht. Aber das ist eben halt auch KTM, ne? Ja. Sitzposition für mich ist angenehm. Ich sitze so hinten mit dem Mors an der Kante, so würde ich das mal norddeutsch ausdrücken. Windgeräusche, das merkt ihr schon, sind ziemlich groß, obwohl wir hier noch moderat unterwegs sind. Es sind allerdings mehr die Geräusche, die stören. Es ist eigentlich weniger der Winddruck an sich. Das ist bei der Geschwindigkeit hier noch kein Problem. Schaffen das leider heute nicht mehr, noch mal auf die Bahn zu gehen. Hätten wir sonst gerne gemacht, aber das war uns jetzt einfach zu weit, weil es auch ein bisschen kalt ist draußen, ne? Misch, aber was soll's. Ich möchte gleich einmal die Bremsen vorführen. Ach, kommen wir erst zum Motor. Also Leute, wenn man so um die... Lassen wir mal an der Drehzahl ein bisschen absacken. So, bei 2000... Das macht er ohne Probleme und geht dann auch relativ vehement los. Und dann hat er nochmal so einen Peak, das habe ich eben schon mal festgestellt, bei 7000. Das wollen wir dann nochmal einmal testen. Oh ja, da geht er nochmal richtig ab. Das ist schon von der Leistungsentfaltung her, macht er richtig Spaß. Weil der wirklich obenrum noch mal richtig giftig zulegt und das macht wirklich Spaß. Das ist schon richtig sportlich. Klasse. So, versprochen, Bremse. Bisschen flotter. Dann langen wir mal rein. Oha. Ja, habt ihr schon gemerkt? Der ist vorne weggegangen. Das war noch mal. Das möchte ich gleich gerne noch mal ausprobieren. Nee, der ist gut. Ich weiß nicht, warum der eben weggegangen ist. Vielleicht lag es an der Fahrbahnbeschaffenheit, keine Ahnung. Auf jeden Fall von der Dosierbarkeit her und auch von der Leistung her sind die Bremsen wirklich ohne Tadel. Klasse. Ich drehe hier mal um. Leute, ich drehe um. Und da sehen wir auch gleich mal, wie der Wendekreis ist. Der ist extrem klein. Da kann man so auf der Straße mit, seht ihr schon,
Das sieht man richtig schön. Oh, herrlich, herrlich. Einmal noch die Aufstellneigung der Bremsen bzw. des Motorrades beim Bremsen in Kurven. Das hatten wir noch mal versprochen zu machen. Nee, da ist nichts. Also das ist echt nullo, finde ich. Ja, auch das Kurven-ABS funktioniert richtig gut. Das regelt natürlich ein bisschen früher oder fängt ein bisschen früher an zu regeln als in der Geradeausfahrt, aber das muss ja auch so sein, damit man in der Kurve nicht abschmiert. Also Bremsen wirklich super. Herrlich, herrlich. Wunderbar, man freut sich auf jede Kurve, die da kommt. Leute, es gibt auch bei uns in Dithmarschen hier oben Kurven. Wunderbar. So, ich freue mich aufs Expertengespräch mit Didi. Mal sehen, was der so zu sagen hat. Und ich muss sagen, mir hat das Fahren mit der Husqvarna Norden 901 wirklich sehr viel Spaß gemacht. Eine tolle Maschine. Ja, ist aber auch die richtige Maschine dafür. Gut, durch den Dreck sind wir jetzt nicht gefahren, aber ja, ich meine, guck doch die Maschine an, die ist so schön. So schön. Man sagt in Dithmarschen Schier. Schier, genau, sie ist schön Schier. Da fahren wir jetzt nicht durch den Schlamm. Ja, jetzt sind Volker und ich die Husqvarna Norden 901 hier ordentlich durch die Gegend gefahren und wollen euch mal unsere Eindrücke schildern. Volker, fängst du vielleicht mal an? Wie findest du die Maschine so generell? Klasse. Klasse, ne? Nee, sag mal. Nee, ich finde, die fährt sich richtig gut. Ja. Also, die macht richtig Spaß. Ja. Ich finde die von der Motorleistung her völlig ausreichend. Also das ist eigentlich, braucht wirklich kein Mensch mehr als das. Also ne? Ausreichend finde ich fast ein bisschen untertrieben. Ist, ne? Ja, es ist untertrieben. Also du meintest eben, hast du zu mir gesagt, du findest, sie hat mehr Power als die Africa Twin. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, ja, aber fühlt sich also auf jeden Fall. Das ist ja schon eine Weile her, dass wir die Africa Twin ja gefahren haben. Aber das ist auch so ein bisschen subjektiv natürlich, ja, immer klar. Ja. Aber ich finde, die hat irgendwie noch die so, Dampf. Ist, die, ja, man macht das, die ist so obenrum noch ein bisschen giftiger. Ja. Die hat ab 7 noch mal so richtig so Pong. Genau, ne? Ja. Und macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ich finde die Bremsen richtig klasse. Ja, richtig gut, ja. Also da hat Brembo echt einen guten Juan. Ja, aber Brembo hat die übernommen zu 100%. Ach so, okay. Ja. Und das, ich meine, gut, die kaufen natürlich auch keinen Schrott ein, ist ja klar. Nee, ja. Und, aber das ist die super, die Bremse ist super. Ja, auch sehr hinten, ne? Ja. Ist mir auch aufgefallen. Gut, ja, aber die Regelintervalle sind ein bisschen lang hinten, aber, ja, aber also die hat mich richtig begeistert. Ja. Und ja, das ist irgendwie so ein typischer Allrounder heutzutage, die eigentlich alles richtig gut können. Ja, muss man wirklich so sagen. Ja. Ne? Die kann alles eigentlich richtig gut. Und das, ja, ist so, man kann manchmal schwer an diesen Maschinen vorbeigehen, ja, wenn man was haben will, was richtig gut ist. Ja. Ja, es gibt, und ich finde sie von der Optik her auch geil. Ja, die Optik. Ne? Also ich meine, klar, Optik ist immer Geschmackssache, das sagen wir bei jedem, ja, Test. Aber hier, mhm, glaube ich, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, die sieht nicht gut aus. Ich finde, sie sieht übrigens hier, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, dieses Steile hier mit dem... Das finde ich geil. Ja, und das erinnert mich so ein bisschen an die alten, gehen wir aus dem Bild, an die alten KTM Adventures, weißt du, an die 99er. Ja, die waren noch extremer, als, ne? Als sie noch nicht dieses insektoide Gesicht, ja, ja, hatten, genau, vorne. Genau, ne? Genau, ja. Das ist überhaupt sowieso sehr wohltuend, finde ich, von der, ja, Optik her. Das hebt sich echt angenehm ab. Ja. Dann hat sie auch nicht diese olle, dieses Schnabeldesign. Ja. Richtig, also schön. Jungs, das habt ihr richtig geil gemacht. Ja, und das fässt sich auch alles sehr wertig an. Ne? Also, ja, man merkt schon hier, dass die aus, eigentlich aus dem Hause KTM kommen. Ja, das haben wir schon tausendmal gesagt. Mhm. Das hören wahrscheinlich die Husqvarna-Leute auch gar nicht so gerne. Aber ist ja so. Es sind halt viele Teile von KTM und das ist ja nun wirklich mal kein Nachteil. Ne? Also, das ist qualitativ, ja, sehr. Das ist gleich wie bei Golf, Skoda, was weiß, oder VW, Skoda, genau, und so. Ne? Genau, so ist es. Genau, aber jeder hat so seinen eigenen Touch und ich finde, die haben es echt zum Vorteil, ja, verbessert, finde ich. Genau. Kritikpunkte haben wir aber auch gefunden. Wollen, ja, wir euch auch nicht verschweigen, und zwar. Ja, was ich immer so ein bisschen, ja, was heißt, ist nicht schlimm, aber der Blinker lässt sich, stellt sich nicht automatisch, mhm, zurück. Und wenn man das mal hatte, mhm, ja, dann ist es irgendwie, man's nicht mehr ja, das ist irgendwie, genau, so, ne? Man vergisst es ja, ja doch manchmal so ein bisschen und das ist ein, genau, bisschen schade. Windschild, haben wir schon gesagt, lässt sich nicht verstellen, wobei der Windschutz, finde ich jetzt eigentlich okay. Ja, habe ich jetzt irgendwie, passt zu meiner, mhm, Größe, aber ist trotzdem ein bisschen komisch. Genau. Ne? Normalerweise, mhm, kann man die ja verstellen. Ja. Die Scheibe ist jetzt auch nicht zu groß. Mhm. Die fehlende Warmblinkanlage müssen wir noch erwähnen. Ganz merkwürdig, ne? Ja. Also ich meine, hier vorne ist ja die, das ist ja vorgesehen da. Eigentlich schon. Haben sie irgendwie vergessen, ne? Weiß ich auch nicht warum. Genau. Ja, ansonsten. Gut auch hier die Handprotektoren und die, ja, in der Griffweite verstellbaren. Genau. Das Serie, beides. Ja, finde ich beides gut. Genau. Was mir auch aufgefallen war, man hat hier einen 12-Volt-Anschluss, das ist eigentlich okay. Aber
immer noch so ein Zigarettenanzünder-Ding. Also wer rauchen will während der Fahrt, der tue es. Verstehe ich gar nicht. Also ich meine, klar, es gibt so ein paar Zubehörteile, die noch so ein Zigarettending brauchen. Aber eigentlich warum ist da kein USB-Anschluss? Ne? Ja, gut, ich meine, man kauft sich für 10 Euro so einen Adapter und dann hat man den auch. Genau. Trotzdem. Ja, ansonsten wirklich ein super schönes Bike. Wie gesagt, du hast es schon angesprochen, Optik 1A. Wir wissen ja mittlerweile alle, das Wichtigste an einem Motorrad ist, dass man sie schön findet, dass man sie liebt. Genau. Und das geschieht hier ganz schnell. Alter, scheiße, ich hänge im Acker fest. Ja, ja. Aber ich finde, dafür, dass wir so viel gefahren sind, sieht die eigentlich noch ganz gut aus, ne? Ja. Haben wir gut gemacht, ne? Ja, das haben wir sehr gut gemacht, muss ich auch sagen. Okay, alles klar. Ja, das war's. Unsere Meinung zur Husqvarna Norden 901. Ja, das war unser Test zur Husqvarna Norden 901, genau, ich bin schon ein bisschen eingefroren hier in meine Stimme. Wie gesagt, haben wir dieses Bike hier von Hella und Soltau zur Verfügung gestellt bekommen hier in St. Michaelisdonn. Hat mega Spaß gemacht, der Test. Und was das Schöne ist hier in St. Michaelisdonn, man hat sofort die Landstraße vor der Tür. Genau. Anders als in Hamburg, man kann also sofort hier... Ist auch alles nicht so juggelig hier, ist genau. Ein bisschen ruhiger. Kann auch ein bisschen Gas geben. Richtig. Also, wenn ihr mal Lust habt auf eine Probefahrt, kommt hier mal vorbei. Gibt auch einen leckeren Kaffee. Was ich noch sagen wollte, Erstinspektion. Wie immer nach 1000, aber dann die Serviceintervalle 15.000. Alle 15.000 Kilometer, das ist also auch relativ servicefreundlich. Mhm. Genau. Wettbewerbe haben wir auch mal aufgepinselt hier. Willst du mal einmal ablesen? Ja, also mir fällt auf jeden Fall die Africa Twin ein. Ja, die fällt halt sofort ein, stimmt, genau. Das ist so direkt ein absoluter Konkurrent. Ja. Dann haben wir, was haben wir noch drauf? Triumph Tiger 900 Rally. Genau, ein mit 21 Zöller vorne. Rally. Rally Pro heißt sie eigentlich, genau. Und natürlich die KTM 890 Adventure R, würde ich mal eher sagen. Ne, haben wir im Laufe des Tests festgestellt. Es ist eigentlich, die Maschine geht mehr Richtung Gelände als Richtung Straße. Wunderschönes Bike, hat richtig Bock gebracht. Ja. Und ja, das sollte mal gewesen sein hier aus dem hohen Norden. Wir grüßen euch und es geht schon demnächst weiter mit dem nächsten Test. Also bleibt dabei, stay tuned. Macht's gut. Richtig, bleibt uns wohl gesund. Ciao.